Also wir fahren ja dieses Jahr wieder mit einem E20 Sprit. Das heißt, es ist 20% Ethanolanteil, Ethanol aus nachhaltigem Anbau. Das Verrückte ist, dass er durch diese 20% Ethanolanteil mehr PS hat, der Wagen, und 70% weniger Kohlendioxidausstoß und 60% weniger Feinstaub. Also kleines Wunder, deshalb nennen wir ihn auch Advance E20. Außerdem fahren wir in unserem Motor ein Hochleistungsrennöl von Pura Globe. Das ist eigentlich ein recyceltes Öl, sprich, das muss nicht extra gebohrt werden. Es wird aus dem bisher bestehenden Ölkreislauf herausgenommen und dadurch hat man dazu bis zu 80% CO2-Einsparung. Sensationell. Ja, im Auto gibt es einige Änderungen. Zum einen haben wir mit unserem Reifenpaar das Dunlop ein ganz komplett anderer Reifen. Das heißt, andere Reifendimensionen, andere Reifenmischung. Ansonsten hat das Auto einiges an Gewicht verloren im Vergleich zu letztes Jahr. Wir haben Biofasertüren bekommen, die deutlich leichter sind, und haben noch einige andere Optimierungen am Auto vorgenommen. Schöne Zuschauerkulisse. Der Rennleiter erwartet 200.000 Zuschauer. Das ist ja auch wirklich das heißeste Wochenende seit 2003 hier beim 24-Stunden-Rennen. Der Unterschied ist nur, dass wir damals 2003 keine Klimaanlage im Auto hatten, aber diesmal haben wir eine. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich der angenehmste Platz, der hinter dem Volant. Startposition ist okay. Wer uns kennt, weiß, abrechnet er immer morgen um 3:30. Ich fahre da so in die Nacht rein, alles ist irgendwie in Ordnung. Und von nix auf nachher, bestimmt mit 180 oder sowas, auf was draufgefahren. Also da lag ein Teil am Boden. Also ich habe einen Reifenteil mitgenommen und bin damit in die Box gehumpelt. Da haben die Kollegen jetzt den Kühler wieder festgezurrt. Es wird neuer Unterboden beim nächsten Boxenstopp gemacht. Es ging so schnell, wir sind immer noch Erster in der Klasse. Also offensichtlich Top-Team-Leistung und bestimmt noch ganz gut da. Dann einen Satz neue Reifen kriegt, war dann sensationell zum Fahren. An der Stelle möchte ich mich bei allen Partnern bedanken, die unser nachhaltiges Projekt unterstützen, mit Herzblut dabei sind und tolle Ergebnisse ermöglichen.